Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4. Wir sind hier im Walt's Bunker 75. Wir haben die Genexperimente gedingst an Menschen, die irgendwie dann übernatürlich stark werden und so. Ich glaube nicht, dass es Supermutanten waren. Da habe ich noch nicht weitergelesen. So, wir gehen jetzt zum Overseer und wenn wir hier fertig sind, gehen wir zu Cabot, Jack Cabot. Und oh, scheiße! Gunner Kommandant, ich habe keine Granaten mehr. Auf den Tisch gesprungen. Hey, Teddybär! Meine Güte. Der war auch total überrascht, hä? Die ganzen Schüsse und Explosionen nicht gehört. Langweilig. So, Magazin? Nichts. Unfassbar. Terminal des Aufsehers. Abgeschlossen. Erkunde den Admin-Bereich. Betriebsprotokoll, Handbuch, Aufseher-Logbuch, Status Vault 75, Türfernsteuerung. Hm. Da stand gerade auch abgeschlossen. Volt 75, Safe-Steuerung. Ja, dann gehen wir da mal gucken, hä? Vorkriegsgeld. Wie die immer alle Vorkriegsgeld bunkern. So. Powerfaust. Nehmen wir nicht mit. So, was haben wir denn hier? Was? Das war alles? Ach, hier ist ein Magazin. Kracknock der Papa. Perfekt. Perfekt. Verdammt nochmal, ja. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Wow. Wir haben schon so viel gemacht, ne? Ich habe überlegt, ob ich irgendwann nochmal neu anfange, falls wir nochmal durchgespielt haben. Safe-Schlüssel haben wir schon. Aber, Alter, dieses Spiel ist so gigantisch. Ja? Ich glaube, das spielt man nur einmal durch. Gar nicht. Das kann man gar nicht durchspielen. Geht ja gar nicht. Impro-Raider-Rüstung wollen wir nicht. Atrium. Ja, da ist der Ausgang. Ja, das war's schon. Wir haben das Magazin. Na gut. So viel zum Thema Vault 75. Ich denke mal, hier gab's dann irgendwann einen Aufstand und dann ist alles schief gegangen. Ach, es geht in beide Richtungen. Hier war deine Typ, die mir das Bein weggeschossen haben. Okay. Gut, sehr gut. Jetzt wollen wir zu Jack Cabot. Jack Cabot. Jack Cabot. Jack Cabot. Jack Cabot. Jackie Cabot. So. Raus, 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 raus. Ich liebe Vault Bunker Kunden. Aber leider gibt es hier nur 4 Stück. Ich glaube, das ist wenig, oder? Ich glaube, es gab immer schon ein bisschen mehr Vault Bunker in Vegas und so. Oder? Gab es auch nur da 4 Stück. Das Coole war im dritten Teil, dass man halt immer noch zu dem Vault zurückgehen konnte. Ja, wäre cooler, wenn man irgendwie seinen Vault quasi als Startsiedlung benutzen hätte können. Das wäre schön gewesen. Aber nein. Das war ja nur so ein Kryostase-Dingens-Kammer-Dingen. Und hier die Tür können wir gar nicht zumachen, oder? Ich will das nochmal wenigstens machen, weil das so schön aussieht. Oh, es geht nicht, ne? So ärgerlich. So ärgerlich. Ich will halt in meine Siedlung gehen und dann machen die halt jedes Mal das Tor auf, wenn ich komme. Ja? Oh, wäre das schön. Wer weiß, ob das noch kommt. Ich finde die Vault-Bunker halt super cool. So, raus hier. So, und dann zu Jack Cabot. Obwohl wir zu überladen sind, gehen wir da jetzt hin und gucken mal, was der will. Es sei denn, wir geraten direkt in eine neue Mission. Ach, egal, was soll's. Wir entladen uns. Gehen zu Jack Cabot, holen das Artefakt und dann machen wir uns direkt auf den Weg zu Vault 81. Da ist eine Krankheit ausgebrochen. Und die wollen wir mal unter die Lupe nehmen. Obwohl die ja recht gut vorbereitet sind. Die haben ja einen super Arzt da auch. So, Jack Cabot. Jack Cabot, Jackie Bat. Jackie Cabot. Begleite MacReady weiter. Ja, ja, die haben wir. Die haben wir ja. Hubers Comments. Comics da. Da ist es doch. Jack Cabot. Wo bist du denn? Bist du eigentlich zu Hause oder? Nein, der ist immer noch hier in der Anstalt. Oh Gott, da muss der wieder da runterlaufen. Oh je, Mini. Oh Gott. Guck mal, ist der nicht süß? Knuffig. Könnte ich den nicht anstelle von Doc mitnehmen? Ja? Wir nennen ihn Schlecki-Maul.
So. Rein hier. Boah, hier sind immer noch die ganzen Leichen. Ich muss die unbedingt mal looten. Oh Mann, ich hoffe, irgendwann gibt's mal diese Rüstungsständer. Die gibt's als Mod, aber da sind halt noch so viele andere Mods dabei. Deswegen will ich mir den nicht runterladen. Und zwar brauche ich so Rüstungsständer. Quasi so Schaufensterpuppen, denen man die Rüstung anziehen kann. Nein, Doc, aber der hier schafft's wohl nicht. So, wo geht's denn runter? Ah, hier ist der eine Fahrstuhl. Oh, scheiße. Oh Gott, wo muss ich... Oh, wo laufe ich denn jetzt gerade lang? Oh nein! Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ah, hier, warte mal. Zieh wieder runter. Das ist der Anfang, warte, wir müssen... Scheiße! Ich hab mich verlaufen, Mami! Wo geht's denn nochmal runter? Wo geht's denn nochmal? Runter. Da kommen wir nicht lang. Oh Mann. Ich hab's geahnt. Ein gruseliger Garten. Toll. Nein. Oh nein. Was ist denn jetzt los? Wo bin ich jetzt? Es gibt eine Abkürzung. Komm, die müssen wir finden. Ich will die Abkürzung finden, damit wir nicht nochmal diesen ganzen Weg laufen müssen. Gibt doch einfach einen Fahrstuhl, glaube ich. Ach Mist, ich kann nicht hier runterspringen. Hier. Und. Ah, ging alles gut. Ich bin ja ein Legoma. Ich kann von hohen Sachen runterspringen. So, hier muss das sein. 18, 17, bla bla. Hier ist er doch. Und ich bin daran vorbeigelaufen, oder? Oh Mann, ich voll Idiot. Ich bin so eine Depp. Hier hat irgendwas grün geleuchtet gerade. Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Guck mal, wie der hier liegt. Was für eine Sauerei. Ja, tut mir leid. Aber er hat nachgerufen. Danach. So, nach unten. Gott sei Dank, Mann. Ich bin da eben ganz vorbeigelaufen. Ich Trottel. Oh mein Gott, tut mir leid. Manchmal ist das halt so. Dem, 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 dem. Man leuchtet immer noch alles. Hi. Ah, da bist du wieder. Gute Nachricht. Ich weiß, wie die Telekinese des Artefakts genutzt werden kann. Ich hab's an diesem alten Lasergewehr befestigt. Es ist nicht möglich, es ohne direkte Nervenverbindung zu kontrollieren. Diese Funktion wurde durch den Tod meines Vaters wohl oder übel zerstört. Aber du verfügst noch immer über eine mächtige, zielgerichtete Kraft. Schau's dir mal an. Oh, da haben wir! Endlich, das ist ja so ein Skarabäus, was irgendwas Ägyptisches. Lorenzos Artefaktpistole. Ja, wahrscheinlich komme ich irgendwann nochmal dazu, eine Gamma-Pistole abzufeuern. Unfassbar, wer hätte das gedacht? Vielleicht gebe ich das dem MacCready. Okay, jetzt haben wir eine super tolle Gamma-Dingens. Das ist ein tolles Gewehr. Vielen Dank. Das ist ein tolles Gewehr. Vielen Dank. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Ich? Wohl eher nicht. Vielleicht reise ich endlich in den Südwesten. Mein Vater war überzeugt, dass eine weitere Stadt der Außerirdischen in der Mojave-Wüste begraben liegt. Mojave-Wüste, New Vegas, Alter. Diesen ganzen Wissenschaftskram kriege ich einfach nicht in meinen Kopf. Ja, ich auch nicht. So, wir gehen wieder. So viel dazu. Was macht denn die Waffe? Kann ich das denn auch noch fragen? Entschuldigung. Ich wünschte nur, ich hätte einen Weg gefunden, meinen Vater zu heilen. Ja, ja. So. Bla, 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 bla. So, dann müssen wir die Waffe mal ausprobieren. Ich würde sagen, wir geben sie MacCready. Passt bestimmt gut zu ihm. Obwohl die Schrotflinte ja nicht so schlecht ist. Aber irgendwie, Schrotflinten und Begleiter passt nie so gut zusammen. Nicht im Moment. MacCready ist auch irgendwie so inaktiv. Der macht fast gar nichts, ja? Kate hätte bestimmt schon Millionen Typen umgelegt in der Zeit, wo der einen Schuss abgibt. Ist Kate furiosa und tötet alles. Oh Mann, ich würde gerne alles hier looten. Ich brauche so einen riesen Brahmin, ja? Ich brauche so einen riesen Brahmin mit Satteltaschen. Ja, mit allem Möglichen. Ich kann da alles reintun. Das wäre so geil. Und das wäre cool, wenn es das in diesem Survival-Ding geben würde. Das weiß man halt noch nicht. Weil man kann ja nicht schnell reisen. Dann wäre das nämlich mal eine coole Idee. Da würde man immer mit einem Brahmin rumlaufen. In dem man alles verstauen kann. So. Die Waffe. Breitseite haben wir schon mal getestet. Lorenzos Artefaktpistole.
Ja, keine Ahnung. Wie nett. Also das schleudert Leute durch die Gegend. Wir werden es noch öfter mal testen. So, wir gehen uns mal entrümpeln. Und dann geht's los zur Vault 81. Oh, guck mal, wir haben gleich ein Level. Sehr gut. Jetzt müsste eigentlich der Händler hier sein, der Vault Representative. Der Vault Rep. Den haben wir ja letzte Folge rekrutiert. Aus Sanctuary raus. Den haben wir erst dahin geschickt. Und jetzt müsste der eigentlich beim General Store sein. Komm, wir gucken mal gerade. Nee, noch nicht. Ich drück mal auf die Klingel. Der muss ja irgendwo sein. Ding Dong! Wir warten ja aber jetzt nicht, bis sie sich versammeln, sondern wir gehen erstmal unser Inventar entleeren. MacReady! MacReady, komm jetzt hier hin! MacReady, wo bist du denn? Das gibt's doch nicht. Alter, wo bist du denn? Oh mein Gott, du Seppel. Komm her, Seppelwurst. Hey, brauchst du was? Ja. Okay. Das nicht. Mein Gott, habe ich dem viel gegeben. Oh, ich bin überladen. Ich glaube, wenn ich dem MacReady die Gamma-Pistole gebe, dann bleibt nichts mehr stehen und liegen. Das ist auch nicht so gut. Wie Kate, wenn die ihre Nuke-Grenades wirft. Wirft. Was ich nicht alles für eine Schlagzeile mache. Und, oh, scheiße, falscher Knopf. Und ich andauernd die ganzen Teile überall suchen muss. Das ist nicht so gut. Und wenn irgendwo ein Comic liegt, dann fliegt das auch durch die Gegend, glaube ich. Kakao Commander. Es ist auch ein tolles Scharfschützgewehr. Ich glaube, ich muss mir mal... Ach, das ist schon das Tolle, ne? Erhöht die Watz-Präzision, aber auch die AP-Kosten im Watz, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Ich muss mal gucken, ob wir noch ein anderes finden. Mr. Bond, Power Faust. Power Faust. I got the power. Plasma-Scharfschützengewehr, ja. Muss ich mir merken. Mhm, merke ich mir mal. Ich werde nie wieder drauf zugreifen, wahrscheinlich. So. Gleich sind wir fertig. Nein, den Harnisch habe ich abgelegt. Scheiße. Dann habe ich den umbenannt. Ah, Harnisch. Ah, Aldemar-Uniform. Oh, noch krasser. So. 270, wir sind immer noch nicht mehr überladen. Noch gerade das hier. Davon nehme ich ja nie was mit. Aber irgendwann werden wir es brauchen. Irgendwann mal. Ich bin halt total überladen, ne? Ich muss mal eigentlich ein paar Sachen ablegen. Was macht mich denn jetzt nochmal... Achso, der Breitseiter, ne? Den lassen wir jetzt mal hier. So toll ist er ja nicht. Wir geben den mal Kate mit als Backup. So, Breitseiter. Du wirst abgelegt. Kommst ins Regal. Der ist aber auch riesig und schwer, ne? Guckt euch das Teil mal an. Kann der überhaupt... Passt der da überhaupt rein? Scheiße. Pass jetzt da rein! Oh nein! Oh, es tut mir leid. Oh, okay. Dann tun wir den, dahin. Ach, verdammt nochmal. Der ist zu groß einfach. So. Zum Ashmaker. So. So. Junkjet, der kommt hier hoch. Den haben wir auch noch nie benutzt. Kryolator, den muss ich eigentlich auch mal wieder benutzen. Oh, guck mal, da ist diese alte Gamma-Pistole. Egal. So, wir gehen los, MacReady. Die fangen gar nicht erst an zu bauen. Wir gehen los. Und zwar zu Vault 81. Habe ich dafür auch eine Quest bekommen? Such Dicke, blablabla, blablabla. Ne, wir gehen da direkt mal hin. Irgendwas mit einer Krankheit. Wir werden das ja schon hören. Vault 81, los geht's. Knirsch, 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 knirsch. Mein Stuhl fällt auseinander. Er lebt nicht mehr lange. Ja, das Chatpack, ne? Habe ich auch nur zweimal benutzt. Oh, es geht weiter. Okay. Meine lieben Vault 81 Bewohner, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Als Kind habe ich direkt neben einem Vault gewohnt. Das sind schlimme Erinnerungen, die ich gern verzichten würde. Stimmt, da war auch ein Vault in dem seiner Nähe, aber... Ach ja, stimmt, ja, die haben genau daneben gewohnt, in den Höhlen und hatten auch die Generatoren. Jetzt wird sich hier sicher so einiges ändern. Was ist denn los? Was für eine Krankheit? Was ist denn jetzt? Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich alles... Calvin sagt, dass ich nur raus will, um nicht arbeiten zu müssen. Vielleicht hat er recht.
Der Stress hier drin bringt mich noch um. Entschuldigung? Dir ist hoffentlich klar, dass das für uns keine Lappalie war. Ich glaube, hier ist nichts passiert. Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Vorsage. Ich glaube, hier ist nichts passiert. Wir werden jetzt rausfinden, was los ist. Aber ich glaube, vielleicht ist das einfach nur irgendwie eine alte Mitteilung gewesen, weil irgendwie. Nee, hier war doch keiner krank. Nur einer hatte eine Krankheit und das war's. Auf jeden Fall sind die Typen oben ziemlich still. Sesam, öffne dich! Jetzt! Ja, es funktioniert jedes Mal. So, wo ist der Doktor? Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Doktor! Oh, hier ist das Klassenzimmer, Entschuldigung. Doktor! Da. Frau Doktor. Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Hast du hier, wollt viele Patienten? Was denn jetzt hier los? Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Hast du hier im Vault viele Patienten? Nein, die Leute in diesem Vault sind bei erstaunlich guter Gesundheit. Wenn das dann alles wäre, hier wartet Arbeit auf mich. Was hat er denn dann gelabert? Hier ist ja alles in Ordnung. Oh, guck mal da. Wozu nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Aluminium, mein Freund. Wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest. Okay. Ja, hier ist doch nichts los. Was soll denn das? Wo ist denn die Aufseherin eigentlich? Man kann auch hier den Combs mitnehmen. Aber ich glaube, der ist immer noch gebuggt. Kaum zu glauben, dass Austin fast gestorben wäre. Sieht man ihn gar nicht mehr an? Hey, Horatio. Nee, das ist der Friseur. Man fühlt sich absolut sicher, wenn man weiß, dass die Sicherheit bisher kein einziges Kampftraining hatte. Was reden die da? Keine krummen Dinge. Ja? Ja? Ansässige. Komm, wir gehen mal zum Aufseherin. Und fragen Sie mal, was wir hier für Sie tun können. Aber anscheinend gibt es hier gar nichts zu tun. Das ist ja doof. Wir haben hier einen Friseur, falls du einen brauchst. Oh, ja, die sind auch alle voll gelangweilt. Wie können die überhaupt überleben? Ach, scheiße, sie läuft. Ach, da ist sie doch. Hallo, Aufseher McNamara. Ja, ja, komm. Hast es gleich. Dr. Penske behält Austin besonders im Auge, seit er wieder gesund ist. Sie macht ihn noch total verrückt. Entschuldigung, Aufseher McNamara. Okay, das war's. Wir gehen hier raus. Verschwendete Zeit. Unfassbar. Unfassbar. Oh, das nehmen wir noch mit. Das brauchst du nicht, mein Sohn. Das brauchst du nicht, mein Sohn. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen. Nein, meine Frisur ist in Ordnung. Ich habe eine Ushanka an. Ich werde nichts mal an meinem Aussehen ändern. Ich mag keine Veränderungen. Da sitze ich. Ah, MacReady. Ja, ja. Sieht's aus. Kellogg, Tüftler, Tom. Tüftler, Kellogg, Creedy. Tüftler, Creedy. Tüftler, Creedy. So, raus hier und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Wir haben auch nichts Produktives heute gemacht. Das Sunshine Diner irgendwo, hat er gerade gesagt. So, aus. Commonwealth. Wir haben auch erst ein Alien gesehen. Bei dem UFO. Die Alien-Pistole haben wir auch noch. Auch nie benutzt. Ich stehe halt gar nicht auf Energiewaffen. Ne? Ich stehe halt auf Projektilwaffen. Das bedeutet... Entschuldigung, ich hatte spät gerade. So, das bedeutet, dass irgendwas fliegen muss. Versteht ihr? Wie eine Kugel. So. Was machen wir? Was tun wir? Knappen der Bruderschaft, ob der Besorger der Schlüssel... Achso, Earl Sternings Haus. Das können wir auch mal machen. Machen wir das mal. Das ist dieses ganze... Sherlock Holmes Getue. Homeplate. Ne, wir gehen direkt zu Diamond City und machen das mal. Ich bin gespannt. Ist mir gar nicht mehr eingefallen, dass wir die angenommen haben, die Quest. Wir werden sehen. Was wir so Feines erledigen können. Wir haben immer noch kein Level. Ich muss irgendwas töten oder mit einem reden oder so. Ich war schon seit Jahren nicht mehr in Diamond City. Jetzt bist du wieder hier. Da hat sich nichts verändert. So, Sterlings Haus. So, wir können jetzt gerade nicht gucken, was ist was. Suchen Earl Sterlings Haus nach Hinweisen. Optional besorge den Schlüssel. Optional. Aber wir brauchen den Schlüssel ja nicht. Wir haben ja Schlossknacken.
Ah, hier wohnen wir. Solange wir da keine Handelsroute einrichten können, werde ich mein Zuhause nicht einrichten. Ah, scheiße, ihr Säcke. Ja, geh mal weg. Geh mal weg. Muss hier abspeichern. Darf nur nicht zerbrechen. Ah, dann hören die mich nämlich. Geschafft. Das habe ich bei Oblivion und so immer echt häufig gemacht. Ich habe alles geklaut. Such in Oersterlings Haus nach Hinweisen. Ist hier jemand? Nein, doch. Das könnte sein. Wir können alles mitnehmen. Oersterlings Haus. Guck mal, das sieht aus wie meins, nur mit mehr Krempeln drin. Sieht vielversprechend aus. Ach, hier gibt's nichts als Schrott. Hier sieht vielversprechend aus. Gibt nur Schrott. Hier für euch fast live aus Diamond City. Ich bin euer Moderator, Schwebbles, Lonely Vibes. Und ihr hört... Nach was suchen wir eigentlich nochmal? Ich loote einfach jetzt gerade alles. Nach Hinweisen. Was denn für Hinweisen? Irgendwann werden wir es finden. Irgendeinen Hinweis. Hier können wir hochgehen. Ein Zigarettenautomat hat er hier. Ach, Mann, die Mülltonnen, die sind immer am schlimmsten. Suche nach Hinweisen in Oersterlings Haus. Okay, gibt's den Computer oder so? Mann, wir müssen... Ach, was suchen wir? Eine Entführung oder so? Spul ist verschwunden. So. Gibt es irgendwo einen Geheimgang? Sterlings Haus. Alter, MacReady! Suche nach Hinweisen. Schicke Haarbürste. Suche nach Hinweisen. Ich ducke mich gerade, weil ich irgendwas am Boden suchen will. Irgendeinen Hinweis, wo er hin sein könnte. Nochmal. Da ist doch was. OP-Beleg. Mega Surgery Center. Dr. Crocker. Leitner Chirurg. Rekonstruktive Chirurgie. Gesicht. Ach, der hat sich umoperieren lassen. Sterling. Das bei Fallout 3 gab es das mal mit dem Synth. Untersuche mit einem Mega Surgery Center. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Es gibt ja zwei Ärzte hier. Der eine ist in Ordnung und der andere ist Psycho. Ich glaube, der ist schon ein bisschen Psycho. Der kam einmal uns entgegen, als dieser Typ verletzt wurde in der Stadt vom Bürgermeister. Aber wir können immer noch nicht Bürgermeister werden. Da, nee, das ist Dr. Sun. Hallo Dr. Sun, darf ich mit Ihnen reden? Doktor? Es wird dich sicher freuen zu hören, dass Mr. Sullivan sich vollständig erholt hat. Und was kann ich für dich tun? Ja, das war der Verletzte. Sag dir diese Rechnung irgendwas. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Oh, das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. Wie dem auch sei. Kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Wo ist eigentlich Doc Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er ja nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. So, und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen reden. Ja, wir brauchen keinen Schlüssel. Handeln, kein Interesse, bla bla bla. Ja, heil mich mal. Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Ah, wir könnten 100 Kronkorken, bla bla bla. Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? Level up! Du redest nicht zufällig von Earl, oder? Du glaubst doch nicht im Ernst.
Weißt du was? In Ordnung. Wenn dann endlich Ruhe ist. Hier. Na gut, geh selbst. Aber wenn auch nur ein Instrument am falschen Ort liegt, kriegst du die Rechnung. Sehr gut. Abgeschlossen, optional besorgt den Schlüssel für blablabla. Bla bla. Sehr gut. Level up. T. Oh, da, 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 Gewehrschütze. Und es gibt noch weitere Angriffe und blablabla. Bla bla. Ich mach schon so viel Schaden. 75%, größerer Bereich. Hier, mehr tragen. 50 plus Tragekapazität. Habe ich gesagt, will ich eigentlich mal machen. Guck mal, wir haben schon so viele coole Sachen hochgeskillt. Ghoulisch. Das haben wir hoch. Das war auch sehr gut. Das war eins der besten Dinger, die wir lernen konnten. Das muss ich mal viel öfter benutzen, das Einschüchtern. Kannst du ihn zu einem Angriff anstacheln? Ich kann Leute überreden, dass sie für einen kämpfen. Ja? Das muss ich mal ausprobieren. Dann ergeben die sich und laufen weg. Ich glaube, ich skille das noch einmal. So, dann kann ich jetzt nochmal aufstacheln. Okay. Okay, ich muss das mal ausprobieren. Mit Raidern und Gunnern. Ich vergesse das die ganze Zeit. Vielleicht erinnere ich mich jetzt mal dran. Für den neuen Anstrich der Mauer verantwortlich ich muss noch gerade was ausprobieren. Gut aus. Ich habe abgespeichert und jetzt... Keine Bewegung. Oh. Ach so. Oh krass, jetzt hast du nicht alle. Ist er jetzt auf meiner Seite? Töten! Töten! Jetzt greift er die anderen an! Diamond City Amoklauf! Diamond City Amoklauf! Diamond City Amoklauf! Ah! Oh, die kämpfen sogar für mich! Es tut mir leid! Tod von Diamond City! Ah, okay, es reicht. Das machen wir irgendwann aber auch mal. Einfach mal so einen Spaß-Amoklauf. Aber krass, die Bruderschaft, wie sie einfach mal direkt für mich kämpft. Super gut. So, Earl Sterlings, ne, Chirurgiekeller wollen wir. Wo ist denn der Chirurgiekeller? Ach, da unten. Guck mal, ich suche sogar eine riesen Blutspur, ja? Also wenn ich da nicht reingehen soll, dann weiß ich auch nicht. Oh, Gottes Willen, zieh dir was an, okay? Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Alter. Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay, ich krieg alles hin, alles. Einen kleinen Fehler gemacht? Ja. Du hast... Oh Gott. Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Du hast einen Mann umgebracht. Dafür wirst du bezahlen. Runter mit der Waffe und mitkommen. Ich war das, oder? Ich habe jemanden umgebracht. Oh Gott, das ganze Blut. Ich bin voller Blut. Ich alles hin. Ja, so geht's auch. Was ist hier los? Ist das Dr. Crocker? Ja. Er hat ihn umgebracht. Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Wo willst du hin? Das werde ich melden. Oh Gott. So eine Sauerei. Zeit zum Sterben. Oh, scheiße. Oh, das tut mir leid. Warte, warte. Oh, nein. Oh, nein. Es tut mir leid. Oh, Mann. Ich bin so lootsüchtig, ne? Oh, scheiße. Ich muss mal grad... Okay, wir müssen das nochmal machen. Tut mir leid. Wir laden nochmal ganz kurz. Dann reden wir nochmal mit dem Doktor. Oh Gott. Meine Güte. So, gehen wir da nochmal rein. Ich will den auch vielleicht, können wir auch umbringen. Wo kommt das ganze Blut her? Es führt direkt in den Keller. Es führt direkt in den Keller. Wir müssen uns mal unterhalten, wenn du hier ständig nackt herumlaufst. Doktor? Oh, böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Okay.
Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Oh, ich habe keine Uniform an, ich bin nackt. Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Geil, genau. Das wollte ich eigentlich antworten. Oh, scheiß drauf. Sag Earl einen schönen Gruß von mir. Ah, das sind die richtigen Antworten, die ich geben sollte. Oh, das ist die... die eine Waffe. Ah. Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Der Spruch. Doc. Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Wusstest du, was Doc Crocker hier unten getrieben hat? Das ist Earl Sterlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Wie geht's jetzt weiter, Doc? Jetzt? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unserem Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen. Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern. Okay, das war's schon. Okay, was machen wir jetzt? Der Typ, ey. Ich hätte die Antwort 3 direkt machen sollen, ja? Ich bin ja eigentlich ein bisschen konsequenter, aber ich gebe immer gerne... Auge um Auge. Das Gesetz der Straße. ...andere Antworten, um entweder noch irgendwas in der Quest lösen zu können. So, jetzt gehen wir das mal ab. Was kriegen wir denn dafür jetzt? Ich hoffe, das hat auch MacReady gefallen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Detektei Valentine. Es gibt ein Plugin, der die Leute zurückschickt. Ich muss das endlich mal installieren. Hast du rausgefunden, was aus Earl Sterling geworden ist? Earl geht nirgends mehr hin. Ich bin immer noch nackt. Nachdem Doc Crocker Hackfleisch aus ihm gemacht hat, hat sich das erledigt. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Naja, verrottet irgendwo. Irgendwo? Was hast du... Oh. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, dass du das durchmachen musstest. Oh ja. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout in Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. 193? Warum immer 93 oder 94? Die Quest haben wir abgeschlossen. Der behauptet, einem Geheimnis auf der Spur zu sein, bei dem er ihm helfen soll. Das Band ist in der Akte da drüben. Vielleicht kannst du der Sache auf den Grund gehen. Armer Earl, so etwas wünscht man nicht mal seinem größten Feind. Na gut, auf jeden Fall haben wir ein paar Quests, die ich machen kann. Ist doch super, ich speichere jetzt ab. Und bis zur nächsten Folge Fallout 4. Bis dahin. Haut rein, Leute!